Hinter Tobias liegt eine Horrornacht. Mückenterror, Hunger und Schmerzen. Mit seiner Jammerei hat er Heiko zur Verzweiflung gebracht. Für den Trainer ist bald Schluss. Denn auch jetzt geht das Klagen weiter. Geh aus, du Lurch. Was ist mit deinen Füßen los? Zeig mal deine Schlappen, komm. Weil du fühlst dich ja richtig wohl. Meinst du, geht's heute noch mal? Also vorne geht's. Ich glaube, hier ist noch nicht so heftig, aber es tut auf jeden Fall schon. Ist doch au, ja. Ja, au, ja. Eine lächerliche Blase. Der Anfänger ist mit nagelneuen Schuhen in die Wildnis aufgebrochen und will nun ein Pflaster. Heiko ist fassungslos. Sag einfach auf. Ja, genau. Also so, wie das momentan wehtut, glaube ich nicht, dass ich dann noch weit mitkomme. Okay. Auf der Suche nach einem Frühstück. 30 Kilometer liegen heute vor den beiden. Für Tobias eine echte Herausforderung. Für Heiko eher ein Spaziergang. Er ist schon 3000 Kilometer in 100 Tagen gelaufen. Eine Ameisenhaufe? Ja. Wo ist der Unterschied zum Campleben? Fühlst du dich langsam ausgesetzt? Ja. Okay. Ärger die damit und lass die hochkrabbeln, also dass du hergehst und. Sauer. Ja, das ist die. Das ist der Urin, den sie jetzt absondern. Weil du sie ein bisschen getriezt hast. Mhm. Ein bisschen wie Zitrone. Ja, erwischt. Ja. Und? Ja. Die Zunge? Taub. Taub. Gut, jetzt spürst du auf der Zunge nichts. Wenn du das bei deinen Füßen hättest, dann wird es schon besser gehen. Wird besser gehen, ja. Gleich nach der Schule hat Tobias Kulturpädagogik studiert. Aus Liebe zur Natur und fernen Ländern. Sein Traum? Selbst einmal ein taffer Anführer von Auslandsexpeditionen zu werden und Entwicklungshelfer und Ärzte auf ihren Einsatz in Krisengebieten vorzubereiten. Ein Stück Spucke, drauf, dran. Und dann geht es in die Zähne, ganz nah. Und dadurch hast du ein bisschen Reibung, aber da das selber keinen großen Reibungsfaktor hat, machst du auch nichts kaputt. Mhm. Gegen Mittag am zweiten Tag geht bei Tobias fast nichts mehr. Es ist heiß, in der Sonne knapp 50 Grad und kein Wasser. Das Wichtigste, weitergehen. Trotz Hunger, Durst, Hitze und Schmerzen. In der Wüste und im Dschungel wäre man sonst verloren. Orientier dich mal, wo der See ist, wo wir hinwollen. Mhm. Und erklär es mir auch gleich mal, okay, dass ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Weil ich bin ja also wir haben jetzt hier immer dumm. Kurz vor 10 ja. Und wo die Sonne ist und gucken, dass 10 Uhr genau auf der Sonne. Und da wäre? Da wäre. Ja, das Hirn wird langsam weich. Ja. Süden, ne? Süden. Alles klar. Süden, dann haben wir hier. Dann ist da Norden. Okay. Da wäre Osten. Mhm. Wir wollen nordöstlich, also würden wir praktisch da reingehen, oder? Gut. Okay, also gehen wir dahinter. Ja, probieren wir aus. Eine Übung wie aus dem Lehrbuch. Sich am Stand der Sonne orientieren. Doch Tobias hat keinen Plan. Ach da, okay, dann gehen wir da drauf zu. Gehen wir dazu. Auch die Wuchsrichtung der Bäume kann Tobias nicht viel weiterhelfen. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen verfranst. Ach, das kann man so noch nicht sagen. Ja, wir schleichen hier mal durch. Doch wieder eine Straße. Was hältst du von Rosenblüten? In der Not frisst der Teufel Fliegen. Komm, auf geht's. Oh, mit Käfer? Sehr klasse. Wir haben beide ein Brennen in der Fresse, dass es bloß so kracht, dass wir kaum mehr schlucken können. Also werden es irgendwo wahrscheinlich Spritzmittel gewesen sein. Die Stimmung ist schlecht, die Richtung verloren und es liegen noch 20 Kilometer und eine Seeüberquerung vor ihnen.
Im Endeffekt ist es 1,5 Tage, wo wir jetzt unterwegs sind. Mhm. Was bringt dich dazu, dass du keine Energie mehr hast? Kein Wasser, fürchtig. Also viel zu wenig Wasser. Ja, und jetzt bei blühender Hitze. Ja. Endlich Wasser in Sicht. Doch bevor es etwas zu trinken gibt, noch eine Prüfung. Den See überwinden und das Gepäck trocken auf die andere Seite bringen. Tobias weiß wie. Meine Füße sehen so aus, als wären da Stiche dran. Ja. Völlig überhitzt, hungrig und halb verdurstet. Unter diesen Extrembedingungen 2 Kilometer im eiskalten Wasser schwimmen, das könnte einen Kreislaufkollaps bedeuten. Heiko ist nicht ganz wohl bei der Sache. Langsam wird's kalt. Langsam kommt die untere Grenze und die sagt, es ist kalt. Ob das schnell zusammengezimmerte Floß trägt, wird Tobias durchhalten? Wie oft musste Heiko schon Lehrlinge aus dem Wasser retten? Kreislaufzusammenbruch. Doch Tobias, ausgebildeter Rettungsschwimmer, packt es. Wenn auch mit letzter Kraft. Ah, na toll, jetzt kommen sofort wieder die Mücken, ey. Zum Jammern bleibt jedoch keine Zeit. Tobias muss vor Sonnenuntergang noch etwas zu essen organisieren. Die Wasserflaschen sind jetzt zum Glück wieder voll. Mitten auf dem Weg bricht Heiko plötzlich zusammen. Das Bein scheint gebrochen. Es tut weh. Ich denke, wir werden das schienen. Tobias weiß genau, was nun zu tun ist. Er schient das Bein mit Stöcken und seinem durchgerissenen T-Shirt. Oh, okay. Ja. Ja. Dass ich richtig festhalten kann. Ja, ich hab dich ja. Erst einmal raus aus der Hitze. Ein Beinbruch in der Wildnis ohne Handy wäre eine lebensgefährliche Katastrophe. Tobias sucht, ganz professionell, nach einem übersichtlichen Ort im Schatten, wo Rettungskräfte den Verletzten finden können. Okay. Ja. So. Wie geht's dem Schwindel? Besser. Okay. Alles nur eine Übung. Umsonst ist sie aber nicht gewesen. Das erste Mal hat Tobias den Meister beeindruckt. Gut, du darfst dich jetzt 5 Minuten da hinsetzen. Ohne? Ja, genau so, wie du jetzt bist. Und du hältst die Arme gerade. Versuch den Willen aufzubauen, den du brauchst, wenn du draußen leben willst und eine Situation mal nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Ausgesetzt in der mecklenburgischen Wildnis. Harmlos im Vergleich zu dem, was Heiko erlebt hat. In einem kanadischen Sumpf waren sogar die Augenlider schwarz vor Mücken. An den radikalen Abhärtungsmethoden des Meisters sind schon so einige Azubis gescheitert. Doch Tobias hat diesen Test mit einer enormen Willensanstrengung geschafft. Okay. Als ich es dann gesehen habe, war es echt hart. Ja. Da dann nicht, oh, und jetzt ist es gerade übel. Jetzt juckt es halt alles. 10 Minuten gar nichts tun. Aha. Und dann viel trinken. Ja, das viele Wasser, das wir haben. Ja, lass uns zurückgehen. Mhm. Heiko sieht Licht am Horizont. Tobias hat Willensstärke. Allerdings, er ist in allem noch viel zu langsam. Er ist über eine wahnsinnige Grenze gegangen. Er hat gemerkt, er kann nicht mehr. Er ist fertig, absolut. Plötzlich kommt eine Notsituation und er trägt mich 1 Kilometer in den Wald, setzt sich nackt zu den Mücken und bleibt ruhig dabei. Am Ende des 2. Tages die Königsdisziplin der Überlebenskünstler. Feuer machen ohne Hilfsmittel. Auch wieder so ein Energieloch, wo du nicht gerade rauskommst. Mhm. Aber der Hunger wird dich antreiben. Ich weiß ja, dass du es kannst. Und jetzt nimm einfach die Situation raus, dass es nicht um diese Mücken geht, dass du ein Feuer brauchst, sondern dass du einfach jetzt Bock auf Feuer hast. Ganz locker.
Ein hartes Holz muss in weiches Holz getrieben werden. Dabei kommt es auf Rhythmus und Tempo an. Tobias hat seinen Schnürsenkel für den Bogen benutzt. Eine Stunde vergeht. Der erste Schnürsenkel ist bereits zerrissen und Tobias hat es immer noch nicht geschafft. Auch dieses Mal muss Heiko eingreifen. Sonst gibt es heute Nacht kein Feuer. Dabei wollte er bei diesem Trip nur der stille Beobachter sein. Ja. 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 Ich habe Feuer gemacht. Ich habe Tobi ja wirklich jetzt ein paar Mal ganz ordentliches Leid auch zugefügt. Aber es ist eben ganz wichtig, aus seinem normalen Alltag rauszugehen. Weil erst wenn ich meine Komfortzone verlasse, komme ich auch in diese Lernzone. Und ich kann plötzlich neue Sachen annehmen und auch neue Stärken ausbilden. Und alles, was du schon mal erlebt hast, davor hast du keine Angst mehr und du wirst jedes Mal stärker und noch stärker. Und du bekommst auch raus, was dich aufregt, was dich schwächt, was dich nach unten zieht. Und du kriegst aber genauso auch mit, was dich stärkt. Raus aus der Komfortzone, rein in die Lernzone. Besonders was die angebotenen Speisen betrifft. Ja, Tobi, was gibt's heute? Girsch mit Löwenzahn oder Löwenzahn mit Girsch? Ich glaube, ich bin für Girsch mit Löwenzahn. Und ja. Ich glaube, der ist nicht ganz so bitter. Der ist nicht ganz so bitter? Gut. Die Nacht soll Tobias allein im Wald verbringen und sich nicht aus seinem Laubschlafsack rausbewegen. Rubbel dich richtig rein. Mhm. Tu nochmal mit den Füßen anziehen. Knie anziehen. Mhm. Drück nach vorne weg. Okay. Augen zu. Ich habe Sand in den Augen. Kannst du das wegmachen? Und dann den Mund. Mhm. Das eher, ja. Das andere linke. Zack. Bis morgen.